Wir sollten nicht einfach eins zu eins die Apostelgeschichte nehmen und als Vorbild nehmen. Denn die Apostelgeschichte ist Geschichte. Es wird berichtet, was Menschen gemacht haben. Und die Bibel ist natürlich zu 100% korrekt. Alle Schrift ist von Gott eingegeben. Aber du musst verstehen, dass nicht das, was einzelne Menschen gemacht haben, korrekt ist. Es ist korrekt, dass sie das gemacht haben, so wie es die Bibel sagt. Aber was sie gemacht haben, ist nicht automatisch korrekt. Überraschung. Ich meine, wenn die Bibel davon berichtet, dass David Ehebruch begangen hat, dann ist das nicht korrekt, nur weil er das gemacht hat. Und wenn die Bibel davon berichtet, dass Abraham mehrere Frauen hatte, dann ist das nicht korrekt, nur weil er das gemacht hat. Aber es gibt eben diese falsche Denkweise, wir müssen uns jetzt das einfach alles zum Vorbild nehmen, was in der Apostelgeschichte steht. Wir müssen zur Urgemeinde zurückgehen. Wir wollen die Urgemeinde. Uns ist immer dieses dumme Gelaber, hast du bestimmt schon mal gehört, von der Urgemeinde. Wir wollen das Urchristentum. Nein, weißt du, was ich will? Ich will das Christentum des 21. Jahrhunderts. Denn das wahre biblische Christentum, das wir heutzutage haben, ist das biblischste Christentum, das es jemals gab. Und das meine ich wirklich so. Du kannst natürlich sagen, ja, aber was ist mit dem Abfall in den letzten Tagen und so weiter? Du siehst doch hier die EKD und die katholische Kirche, das Christentum im Großen und Ganzen, das ist doch vollkommen verkommen. Aber halt, stopp. Ich rede von tatsächlichem Christentum, biblischem Christentum. Biblisches Christentum, Kirchen, die wirklich an die Bibel glauben, die werden im Schnitt besser, nicht schlechter. Ich will nicht, dass dieses Urchristentum haben. Ich will nicht die Urgemeinde aus der Apostelgeschichte haben. Dann würden wir einen Haufen Fehler machen. Ich glaube, dass wir heutzutage, jetzt, im 21. Jahrhundert, das beste tatsächlich biblische Christentum haben, das es jemals gab. Denn mit der Zeit nimmt Erkenntnis zu. Mit der Zeit lernen wir mehr, verstehen mehr, können aus den Fehlern vorheriger Generationen lernen, nicht wahr? Deswegen kann Christentum immer ein Stückchen besser werden. Ich will nicht diese Urgemeinde, ich will nicht dieses Urchristentum. Ich will nicht dieselben Fehler machen, von denen wir in der Apostelgeschichte lesen. Und dann denkst du dir vielleicht, okay, wie kannst du sagen, Anselm, dass das und das falsch war? Dass es falsch war, von Paulus in die Synagogen zu gehen. Immer wieder. Und dass es falsch war, dass sie zum Beispiel in der Apostelgeschichte diese Liste von arbiträren Regeln aufgestellt haben, hier, davon sollen sich die Heidenchristen fernhalten. So vom Blut, vom Ersticken, von Unzucht und Götzendienst und vielleicht noch ein fünfter Punkt, ich weiß es nicht ganz genau. Wozu diese komische Liste? Und ich könnte noch weitere Sachen aufzählen, die einfach komisch sind in der Apostelgeschichte, wo sie ganz einfach falsch lagen. Oder dass Paulus Timotheus hat beschneiden lassen. Das war falsch. Ich meine, wir lesen dann in den Briefen, ja, dass wenn jemand beschnitten ist, dann soll er nicht suchen, dann soll ich danach trachten, ich fasse nur ungefähr zusammen, unbeschnitten zu sein. Wenn jemand unbeschnitten ist, dann soll er nicht danach trachten, beschnitten zu sein. Also natürlich durch den Heiligen Geist, inspiriert vom Heiligen Geist, haben die Apostel und so weiter das Richtige geschrieben, aber sie waren trotzdem Menschen, sie waren nicht perfekt und sie haben eben Fehler gemacht. Und wir müssen das, was wir in der Apostelgeschichte zum Beispiel lesen oder das, was wir in anderen Geschichtsbüchern der Bibel lesen, das müssen wir prüfen anhand des Rests der Schrift. Wir müssen es prüfen anhand der Evangelien und vor allem anhand der Briefe. Denn in den Briefen lesen wir eben die konkrete, abstrakte Lehre. So wird man gerettet, so ist das konkret. Aber in der Apostelgeschichte lesen wir dann eben auch ganz einfach viel davon, was sie gemacht haben. Und wir können uns an vielen Dingen ein Vorbild nehmen, aber hier und da müssen wir das natürlich prüfen anhand hauptsächlich der Briefe und so weiter, ob das wirklich alles richtig war. Denn es war nicht alles richtig, was sie gemacht haben. Und ich will deshalb nicht diese Urgemeinde, ich will nicht dieses Urchristentum. Hey, wir leben im Hier und Jetzt, wir leben im 21. Jahrhundert und wir können heutzutage das beste Christentum haben. Davon bin ich fest überzeugt.